Ja, Okay, Flecken mit 15. Hamburg-Spieler mag sowieso keiner. Oh! Ladies and Gentlemen! Was war das denn? Yannick, Yannick reicht. Wir spielen ein neues Spiel von, von dem da vorgeschlagen, von Sven, den ihr auf der linken Seite seht. Wir spielen Deal or No Deal. Hallo Sven. Hi. Und so, was meint ihr denn? Welchen Koffer sollen wir nehmen? Also, ganz klar die 17. Ich weiß gar nicht vorgestellt. Ja, du bist immer dabei, das wissen wir. Sven ist der, Sven ist ja der besondere Gast, der nicht jemand ist. Genau, ich bin immer so teilzeitmäßig da. Ja, Praktikanten halt, ne? Ja, damit das Praktikanten. Ja, geh Kaffee kochen, ich hab Durst. So, auf jeden Fall ist das Ziel, die Mille mit nach Hause zu nehmen. Hm. Ja. So, und wir müssen uns jetzt erstmal für einen Koffer entscheiden, den wir auf jeden Fall, sag ich mal, bis ins Finale tragen wollen. Ich bin für die 17. Ja, da bin ich nicht für. Die 17 weiß ich nicht. Wieso da nicht? Die 17 nicht reizt mich heute aber auch nicht. Echt nicht? Ich finde, die 17 ist unsere Zahl. Da verbinden wir so viel Erinnerungen. Ja, und genau deswegen klappt das nicht. Man will uns damit debaten, dass wir die halt nehmen. Und deswegen ist ist da vermutlich nur 5 Euro drin oder so. Okay, dann die 6 wegen Nikolaus. Was? Dann sag ich hier den 19. wegen Karfreitag. Ist heute dieses Jahr der 19. April. Ich sag den 4., weil wir heute den 4. haben. Ich sag den 12., weil wir unseren Kanal am. Nee, ich sag den 24., weil wir unseren Rekord von damals, Bernd, der am 24. Übertroffen haben. Okay, dann machen wir den 24. Gut, dann nehmen wir 24. Ja? 24, ja. Jo, nehmen wir. Alles klar. Heiligabend. Heiligabend genau, hat mehrere Bedeuten, alles klar. Da ist die Million auf jeden Fall drin. Jetzt müssen wir noch versuchen, die 750.000 Euro ins Finale zu kriegen, damit im schlimmsten Fall das passiert. So, welcher Koffer ist auf jeden Fall scheiße? 6. 17. 17, hätte ich jetzt auch erstmal gesagt, ja? Ja, okay, gut. 17? Ja, immer gegen mich. Ja, siehste, easy. Siehste. Sven. Sauber. Okay, dann die 6. Jetzt die 6? Ja, okay. Ja. Ja, Bernd? Ja, komm, der Nikolaus. Wenn die 6 schlecht ist, hat Sven sich die hier ausgesucht. Ne? Wir machen das einfach so. Also ich habe jetzt die 17 ausgesucht, Sven die 6 und dann gleich bist du dran, Bernd. Okay. Gut, Sven hat die Zahl ausgesucht. Ja, das ist doch gut. 500. Es geht noch, es geht. Ja. Alles, was Nick gesagt hat, ist gut. So. Dann nehme ich die Nummer 10. Bernd möchte die Nummer 10. Oh, ich kann nicht hier sehen. Ja. Alles. Ich habe eine 0 zu 4 gesehen. Ich so, nein! Alles unter 100.000 ist okay. Weil wir nehmen ja eh diese Beträge hier mit. Ne? Du bist wieder dran, Yannick. Ich bin wieder dran. Was ist denn so ein doofes Datum? Der 13. Ja, ich hätte auf den 13. genommen. Freitag? Ja, war Holger auch nur an einem 13. Geburtstag. Das heißt, er bringt auf jeden Fall immer Pech. Das heißt, hier. Ja! Sauber, Holger, danke für dein Geburtstagsgeschenk. Oh, Sven ist dran. Go, Sven. Ja, jetzt wird's schwer. Ich würde sagen, die 16. Die 16, ja? Ja. 16, okay. Ich kann nicht hinsehen. Ja! Sauber! Ja, easy, Mille! Puh, ich bin. Ich nehme die. 5. Die Nummer 5. Alles klar. Bernd? Ja! Ja! Geil! Läuft ganz gut, Yannick, du bist so. Ja, wohl, das ist der letzte, den müssen wir gemeinsam aussuchen. Weil sonst suche ich ja mehr aus als ihr, das ist ja doof. Okay, also Abstimmung. Genau, Abstimmung. Ich bin für die 7, weil du die 17, weil die 7 ist ein Teil von 17. Die 7 hätte ich jetzt nämlich auch genommen. Die hätte ich auch genommen. Weil das ist auch. Schon raus, weil 7 hat auch die Nummer von Reverie und Reverie ist der Sackt halt. Ja, genau. Genau, deswegen Sack. Reverie muss weg. Genau. Reverie muss weg. Ja, das ist okay. Aber es geht noch, Oh, erstes Angebot. Nee, no deal. Ey, no deal. 47.000, also davon. Das reicht mal nicht mehr für mein Klopapier. Nee. Mit dem Geld hätten wir uns drin aufteilen können und dann gutes
gutes Auto kaufen können. So, nein, Bernd, wir kriegen mehr. Das Klopapier, wir hören es. So, jeder darf hier zwei aussuchen. Was nehme ich denn? Ich würde sagen, die 24 wird gerade so eingeengt, deswegen würde ich jetzt erstmal so die 25 nehmen. 25? Hm. Ja! Oh. Hast dich gut entschieden. Ja, die 24 wurde gerade so eingeengt. Das fand ich gerade ein bisschen traurig. Ja. Das tat mir ein bisschen weh im Herzen, weißt du. Ja, ich überlege gerade. Die erste Reihe, die ist ja noch so vollständig, ne? Mhm. Ich bin gerade am Überlegen, so die 2 oder doch die 4? Also ich würde die 2, glaube ich, nehmen, weil die 2, die halbiert immer alles, also ja. Und die 2 halbiert sie unter... Oh, ja, unter 100.000, alles gut. Oh, alles, das tut mir leid. Alles unter, also, 100, alles unter 100.000 ist subi. Weil alles unter 100.000 ist unsere Würde. Ja, das reicht uns nicht. Ich nehme die... Puh. Die... 21. Ich nehme die 21. Ja? 21, ja. Ja, wer hat die Nummer? Philipp Lahm. Mach einfach, ist mir egal. Scheiße. So, ich gehe weiter mit meiner Taktik. Die 24 wird gerade noch so eingehängt, auch jetzt so von oben, deswegen die 20. Oh Gott. Weil die neben der 100.000. Ja, siehst du. Oh. Ja. Weil das ist auch so ein Deal, weißt du, neben der 100.000 kann ja nicht noch so ein großer Betrag sein. Das war einfach auch so mein Gedanke. Genau. Der war ja kleiner. Also ich würde jetzt die 1 nehmen, weil die 1 müsste jetzt theoretisch runterfallen. Und da ist die Mitte drin. Oh nein. Ah! Oh. 1000. Guck. Ja, ist gut. Oh, mach das mir doch jetzt nicht so schrecklich. Okay, ich will die zweite Reihe weg haben. Mach die 8 weg. Ja, wer hat die Nummer? Wer hat die Nummer 8? Gondorf hatte die letzte Saison bei Bremen. Okay, Gondorf. Ja, Gondorf hat... Oh! Nein! Oh, Gondorf hat die... Wir haben fast 100.000. Nee, keine Ahnung. Ist doch zu wenig. Und alles unter 100.000 ist scheiße. So, jeder darf einen und dann wieder gemeinsam mit abstimmen. Okay. So, Pizarro hat die Nummer 14, also die 14. Nee, der hat die 4 momentan. Der hat... Er hatte die 14. Er hatte bei Bayern die 14. Ja, bei Bremen auch einmal. Oh, scheiße. Jetzt geht's ab. Aua. Ich bin jetzt für die Nummer 18. Sven sagt die 18, oh Gott. Ja! Ja, guck, ich rette uns natürlich wieder. Okay, ich bin für Martin Harnik, die Nummer 9. Okay. Ja, easy. Gut gemacht, so. Bernd. Gut gemacht. Alles klar, jetzt abstimmen. Die Mille haben wir noch, die ist in der 24. Also müssen wir jetzt auf die 400.000 versuchen. Ich bin für die 15. Für die 15? Warum? Ja. Einfach so, damit die Reihe weg ist. Ja, das ist aber kein gutes Argument. Wir müssen immer ein gutes Argument dafür haben. 15 hatte C. Roberto. Okay, dann bin ich für die 4, weil Pizarro hat jetzt die Nummer 4. Und Ante Rebic. Und Rebic geht vermutlich ja nach Bayern. Mal gucken. Was kriegt der? Ich seh's nicht. Bei mir ist es... War 200.000. Was war das? 200.000. 200.000 war das, okay. 124.000, no deal, oder? No deal, ich will weiterspielen. Oh Gott. Oh Mann, 3 Stück, jeder darf einen. Alles klar, ich nehme die 23, weil die 24 kommt. Bitte nicht die. Ja! 300. Für die Quote. Geiler Typ. Ich möchte die 3 wohl ganz gern nehmen. Die 3? Oh Gott, ich kann. Sven! Ich hab kein Bild. 1 Million. Was? Was? Oh, Scheiße! Okay. Wollen wir den nächsten Deal annehmen? Oh, scheiße, sorry. Das
Sven, dein Internet ist, glaube ich, gerade kacke. Ja. Ich höre Sven noch gut. Ich hab Standbild. Nee, Janik bewegt sich, glaube ich, noch nicht. Achso. Ich habe mich gerade ein paar Mal entschuldigt. Ja, ich habe meinen Kopf kurz festgehalten. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Der fiel gerade ab. Okay. Tut mir leid, ey. Nächsten Deal annehmen. Also, oder Nee, wir holen die 400.000, Sven. Wir holen die 400.000. Okay, gut. 400.000, genau. Scheiße. Also, Milot Rashica hat mich, seitdem ich ihn bei Comunio nicht enttäuscht, deswegen nehme ich die Nummer 11. Wenn der 400.000 ist, lassen wir das mit dem Fußball spielen. Ja, okay. Okay, was gibt er uns noch? Oh, nee. Unter 100.000, nee. No deal. 2 Koffer. Oh, also machen wir jetzt nur noch mit der Abstimmung. Komm. Die 1 Euro, wo sind die? Diesmal macht ihr beide, ich setz eh mal Maus. Oh, scheiße, ey. Nee, Sven, wir holen das gemeinsam, wir machen das jetzt. Wo ist die 1? Also, ich würde die 22 sagen, weil 2 und 2, weißt du? Da gibt's 4. Genau, geteilt durch die eine 2 ist 2 und durch die andere 2 ist dann 1. Also ist da die 1 drin. Ja, okay. Richtig. Super, genau. Rechnung. Danke. Oder die 300. Okay. Das geht auch. Ja, okay, wir haben uns ein bisschen verrechnet, aber. Ja, okay, gut. Dann bin ich jetzt noch für die. Wollen wir eine Quersumme bilden? Ja, wie die 19 oder so, dann ist jede Zahl steht dann richtig alleine ohne Verbindung. Genau. Oder wollen wir wirklich die. Ich rechne eben alle zusammen und dann durch 5. Warte kurz. Und die Zahl, die am nächsten dran ist, nehmen wir dann. 15. Und das sind 400.000. 24 plus 26 geteilt durch 5 sind. Okay, die 26 sind am nächsten dran. Ah, ne, warte, Punkt vor Strichrechnung macht er ja. Einen Moment. Teilt durch 5. 19,2. Wir nehmen die 19. Ja, siehst du. So, also für alle, wir hatten die 19 gemeint und jetzt noch durch die Rechnung wurde das nochmal bestätigt. Also das war die 1 Euro, das. Pass auf. 3, 2, 1. Scheiße. Scheiße. Oh, wir gehen mit 1 Euro nach Hause. Jeder 33 Cent. Einzel kriegt man. Dann kann ich mir 6 Center Shocks holen. Ich glaube, ich glaube nur 3, die Preise für Center Shocks wurden. Scheiße, also eine 15 würde ich sagen, ist 5 Cent. Das klingt logisch, oder? Das klingt sehr logisch. Und Bernd wollte die 15 auch noch vorhin loswerden. Genau. Und Roberto war mal Hamburg-Spieler und der hatte auch 15. Ja, okay, Hamburg-Spieler mag sowieso keiner. Scheiße, Leute. Er bietet uns noch 13 Dollar. Wollen wir das annehmen? Wir wollen die 25. Wir nehmen die 25. Scheiße. Ja, mach die 26 weg. Die Teilnahmegebühr ist bestimmt höher als das jetzt. Welche? 26. Oh. Weil 12 und 24, weil das Doppelte von 12 ist 24 und andersrum, ne? Also. Genau. Ist 26 raus, alles klar. Ja. Das ist der Grund. Das geht doch nicht! 8 Dollar! Nee, die 15, wir kriegen die 15! Oh Mann, Finale! Wo ist die 15 drin? Wir nehmen die 24, oder? Ich? Weil wegen Weihnachten. Also die 24 klingt logisch, schau, deswegen würde ich die 12 nehmen. Das. Komm, mach die 12 auf. Ja! 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 15 Dollar! Ja! Jawohl. Wir hatten genau die 1 Euro. Jawohl! Nice! Ah. Leute. Ja, unsere Erwartungen sind nicht ganz erfüllt worden, aber immerhin haben wir 15 Dollar dazu bekommen. Also, wollen wir noch eine Runde schnell machen? Ja, komm, ja. Ja, komm, speed up. Es macht ja schon Spaß. Ja, komm, speed up. Okay, review your price. Das Bonus. 15 Euro plus Bonus, alles klar. Welche drei nehmen wir? Ich will den hier. Den genau, will ich auch haben. Da hab ich auch gerade meine Maus drauf. Alles klar, komm. 50.000! Sauber. Yo, nice. Das hört sich gut an. Dann unten rechts in der Ecke will ich. Den hier. Ernst, den hier? Ja. Was ist das denn? Er hat ein Gratis-Ticket. Wir müssen diesmal nicht die Teilnahmegebühr zahlen. Geil. Nice, Bing. Wir können nochmal mitmachen. Ich bin hier für oben rechts. Da. Oben rechts. Okay. Ja? Ja. Deal. Okay.
Power-Up. Das heißt, der beste Case, der rausfliegt, den können wir wieder zurückholen. Ist doch gut, oder? Ja, ist gut. Alles klar. Jetzt wir sind in San Francisco jetzt. Ja, hier, guck mal, Teilnahmegebühr war 50.000. Also waren wir auch gerade. Und das haben wir, gehen wir mit 15 Dollar davon. Ja. So. Rückrunde. Wir haben jetzt 49.000 plus, also fast 50.000 minus haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir. Wir haben ja ein Freilos bekommen, oder nicht? Ja, aber die erste Teilnahmegebühr war ja auch 50.000. Ja, okay. Ja, aber das sind dann 50.000. Ja, also fast 50.000 wieder, ne? Minus 15 haben wir jetzt minus gemacht. Das heißt, die müssen wir jetzt mindestens wieder rausholen. Jetzt können wir ja gratis mitmachen. Also nicht die 24. Was ist denn die unlogische Zahl, sag ich mal? 17 ist wichtig, sag ich, hat einen Grund. 13 hat einen Grund. Die 14 hat einen Grund. 24 hat einen Grund. Ich würde sagen, die 16. Achso, jetzt geht's wieder. Obwohl, nee, die 16 hat auch einen Grund, weil da entwickeln sich die ersten Starter-Pokémon. Ja, okay. 4 hat auch einen Grund. Die 1 hat meistens immer einen Twilter, also da hat auch einen Grund. 26 hat da einen Grund? Zweiter Weihnachtstag. Okay. 21, was ist da denn? Nix. Dieses Jahr ist am 21. Ostersonntag. Ja. Und das ist Ostermontag? Was wäre denn hier mit der Nummer 9? Das ist die typische Stürmernummer, das geht nicht. Das so. Und 10 ist die Spielmachernummer, also das geht auch. Achso, ja, okay. Und was ist mit der Nummer hier? Komm, wir nehmen die Pechzahl 13, Freitag der 13. Pechzahl wegen Holger. Holger hat am 13. Geburtstag, ja, okay. Deswegen ist das unsere Glückszahl. Alles klar. Umgekehrte Psychologie, oder was? Genau, ja. damit versuchen wir es jetzt, weil mit der richtigen Psychologie hat es ja nicht geklappt. So, genau. Gut, 17 ist es wichtig, raus damit. Ja, okay. Linke Hälfte, alles ist okay. Linke Hälfte, alles was linke Hälfte ist, ist gut. So. Sven. Ja, ich möchte wohl ganz gerne die 6 raus haben. Die Nikolaus. Alles klar. Zurückholen. Wir behalten den, oder? Ja. Oh Gott. Sven, ey, so! Die 1 ist jetzt, die 1 Million ist jetzt aber raus, oder nicht? Ne, die haben wir zurückgeholt. Wie geht das denn? Die haben wir zurückgeholt, also richtig. Ich verstehe. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, nicht, aber wir sehen das noch. Vielleicht ist die nächste Runde wieder dabei, die 6. Ah, oder okay. So. Oder die ist ja dann woanders drin, keine Ahnung. Ja. Ich nehme die 4, ich nehme unsere alte Zahl 24. Gut, das ist wieder ein 0er drin, weißt du, ne? Ja, okay. Ja, ist okay. 10.000, okay. Gut, CR7, ne, bester Fußballer der Welt. So, komm. Aller Zeiten. Ja, hier siehst du, bringt mir Glück. Das ist gut. Sven? Sven, denk jetzt einfach dran, welche Zahl du rausnehmen willst und dann nimmst du eine andere. Ja, okay, also die 19 würde ich jetzt rausnehmen wollen. Also nimmst du die 9. Richtig. Okay. Jawohl. Easy, danke Leute, danke Leute. Ja. Die 5. Die 5? Die muss hoch sein. Ja. Gut, so, jetzt wieder Teamgeist. Moment mal, die zweite Reihe von unten ist noch gar keiner weg. Ja, was nehmen wir davon? Die 22 ist so eine Schnapszahl, weißt du, so doppelt. Also. Genau. Darauf trinken wir erstmal ein. Treten wir da wirklich drauf ein? Ja, wir trinken ein. Jo, ja, ich hab hier leider nichts. Nee, 34.000, ne. Ja, weil die Million schon weg ist halt, ne? Ja, die ist noch da irgendwie. Ja, mal gucken. Also, wir werden zurückholen. Ja, mal gucken. So, 12. haben wir unseren Kanal gewonnen, 12.1. Also. Ja! 200 Euro. Nice! Beziehungsweise da kommt unser erstes Video. Ich hab Angst, jetzt was zu sagen, ne? Aber wir haben ja die 13 genommen, ne? Mhm. Und wenn man dann ja minus 10 rechnet, kommt man auf 3. 3. Und wenn man jetzt die Quersumme von 750.000 nimmt, ne? Ja. Oder beziehungsweise durch 10 teilt, dann kommt man ja auf 7.500. Mhm. Aber da es ja eine 3 ist, müssen wir durch
100 rechnen, also durch 1000 rechnen. Was? Ja, mach weiter, finde ich gut. Und dann kommt auf 75. Mhm. Ja, ja, eindeutig, und dann die 8. Aber die 75 ist eine 3. Und dann die 10, oder was? Nee, ich will die 3 haben. Nein, okay. Das ist die 75 die, drin. Also wenn du die Rechnung verstanden hast, dann... Ich hasse dich. Okay. Da, okay. Ich hab da, so, ich hab die wiedergeholt. So, 750 haben wir noch. Sven, du sagst gar nichts mehr, die ist rum. Okay, in der, also in der 3 ist jetzt die Dings gewesen. Ich weiß nicht, das wird bestimmt wieder random, ist doch bestimmt random, oder? Also die 3 würde ich erstmal rauslassen aus dem System. Ja. Aber es kann noch, ich schätze mal, dafür dann wieder durchgemischt. Kann ich mir vorstellen. Okay, dann nehm ich die 4, Pizarro, enttäuscht mich nicht. Komm, Ante unser! Jawohl. Ja! Alter, vor allem ich rechne noch also rum mit 750.000, ne? Ich sag doch, das Logische, das klappt nicht. Jawohl. Wollen wir Sven einfach überspringen? Nee, komm, wir stimmen jetzt bei mir ab. Okay, Sven sagt jetzt, welche Zahl. Was haltet ihr von der 20? Also die 19, okay. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Janik hat auch mit entschieden, also. Ja. Was war's? 50.000. Ja, 50.000? Alles unter 100.000 ist okay. Wir müssen ja. Das wäre. Hast du 50.000? Ja, genau. Okay. Mhm. Das ist ja die Teilnahmegebühr vom ersten Mal gewesen, das heißt, das wäre eh schlecht gewesen, weil wir dann sowieso Minus gehabt hätten. Okay, ich nehme die 23. Theodor Gibrissi. Ach ja, Ende ist immer so gut. 10? Weil der Spielmacher nun mal ist? Jetzt haben alle anderen Fußballer Max gemacht. Kruse! Kruse, ja, komm, lass die 10 machen. Kruse. Obwohl, ich muss eigentlich dagegen sein. Warum machst du nicht dagegen, Sven? Sven ist schuld, der war auch dafür. Scheiße. Jo, ich hab richtig Glück. 21. Okay. 1000. Ist okay. Jetzt die 26. Bernd, was meinst du? Ja, was soll ich dazu sagen? Mach einfach. Sven, du bist raus. Ich bin für den ehemaligen Bremer Gondorf, die 8. Darf ich vielleicht gleich mal den Anfangskoffer wählen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was ist, war's was war jetzt? Was war da drinne? Ich habe auch nicht drauf geachtet. Aber linke Hälfte. Oder? Linke Sicher? Hälfte. Ich meine rechte Hälfte. Ja, ist egal, nichts hohes hier. Also 300.000 und sowas. Klar. Okay. Also ich will mal kurz sagen, das ist wegen Sven weg, das ist wegen Sven weg, das und das. Die 50, nee, also die 6-stelligen, da fassen. Okay, also ich sag jetzt die 2 und ihr entscheidet einfach über mich hinweg. Die 2, also würde ich die 1 sagen. Genau. Ich würde 3 sagen. Meinst du, da ist die 750.000 nicht mehr drin? Ja, okay, stimmt. Ich weiß, okay, nimm die 1, nimm die Torhüter-Nummer. Ja, hättet ihr mal auf mich gehört. Es wird trotzdem noch mehr, was der Banker uns anbietet, ne? Ja, die 750.000 ist halt irgendwo noch. Meinst du, sie ist auch in der 3, dann soll ich direkt 3 einfach nehmen und dann die raus? Nimm einfach mal. Ja? Ja, probieren geht durch 4, ne? Ich bin mir sowas von nicht sicher, ne? Aber es ist ja zum Glück nur ein Spiel. Ja, Gott sei Dank, deswegen gebe ich 16. Ja! Sauber. Ausgetrickt Spiel. Okay, gut, dann nehm ich jetzt, ich überspringe Sven einfach. Dankeschön. Na, erst? Ja, also du hast den letzten. Ich bin die 11. Wir ändern einfach die Reihenfolge, Sven darf den letzten. Dann ist, du weißt, das Spiel nämlich nicht mehr bescheuert, Sven, deswegen. Ja, siehst du. Komm, Sven. Wenn du jetzt die 1. Was war in der 11 drin? 75, glaube ich. Sauber. Komm, Sven, wenn du jetzt irgendwas von der linken Hälfte holst, dann bist du wieder voll dabei. Komm. Ich nehme die 18. Die 18. Alles klar. Sven. Ist. Noch raus. Geht noch.
Ist okay. Oder 50.000. Ha! Wir wären im Plus. Wir wären im Plus, ja. Wir wären im Plus. Wir aber müssen jetzt zwei Koffer nur raten. Die müssen einfach unter no, der. No deal, komm, bis zum Ende. No deal, genau. So. Wir müssen zwei Koffer nur richtig komm. Unter der Summe raten. Wollen wir die zwei nehmen, weil die drei könnte es sein. Dann werfen wir die zwei einfach. Ja, komm, lass die zwei nehmen. Ja, nimm die zwei und. Die zwei und die. Yeah! 14, würde ich sagen. Ein Dollar ist weg, 14? Ja! 14? 14? Ich hätte gesagt, der 20, aber 14 klingt auch gut. Ich sag die 14. Also müssen wir die 25 nehmen, weil da keiner für ist. Auch ein gutes Argument. Hätte ich das einfach mal durchgezogen. Scheiße. Aber er bietet uns jetzt fast 200.000. Weil wir 57.000 noch haben. So, komm, no deal. Ich hab die Vermutung, die ist in der 3 geblieben. Glaube ich auch. Also 25 raus wegen mein Argument gerade, komm. 10 ist. Ja, oh. Ja. Mhm. Oh. Wollen wir es trotzdem gleich mit der 3 versuchen? Also in echt hätte ich das jetzt angenommen, aber ich mache aber für das Spiel halber No Deal. Nein. Also ich bin dafür, dass wir jetzt die 13 raushauen. No Deal. Ja, können wir ja nicht. Wir müssen jetzt. Die 20, Entschuldigung. Wenn es für die 20 ist. Also. Oh Gott, ja, komm. 20, ja. Okay, das ändert sich. Okay, hallo? Ich bin raus. Danke, Sven. Leute. Hi. Ja, scheiße. Ich rede nie wieder mit Sven. Ich sehe nichts mehr. Was ist passiert? Wir haben die 750.000 verloren. Oh. Also, 13, was waren das? 13 oder 3? 120 waren die 170.000 drin. Ja. 13 oder 3? 13? 3. Oder 13? Vorhin war auch in der 3 die bessere Zahl drin. Also in der silbernen, nicht im goldenen. Aha. Aber jetzt haben wir eine andere Methode probiert, die besser ist. Also entweder gehen wir jetzt mit 10 davon. ja, Also ich bin noch für die 13. Komm, nimm Sven ist für die 13, also nehme ich die andere. Ja, yeah, so geht das! Nochmal Minus. Mit Minus wieder da rausgegangen. Alles klar. Wir haben richtig viel Minus gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Und hau uns rein. Vielleicht gibt es einfach nochmal eine Folge. Bis wir ein Seminar war, wie man richtig Geld verdient. Und wie man sich weiß, entscheidet. Auf jeden Fall. Hau uns rein. Tschüss, Bernd. Bernd ist einfach rausgegangen. Alles klar. Ja, Rage Quit. Also immer auf mich hören, wenn ich einen Koffer entscheide, immer den Koffer nehmen, den ich sage. Genau. Lass eine Bewertung da, schreib einen Kommentar, Glocke aktivieren und so. Haus rein, ciao. Ciao.